Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Legend of Dragoon. Lass uns rausgehen und Haschell unseren Freunden vorstellen. Interessant, der einsame Wolf Dart hat Freunde. Zeig mir deine Freunde. Ich will sehen, dass die nicht ausgedacht sind. Eingebildete Freunde. Phantomfreunde. Imaginäre Freunde. Das ist eigentlich das Wort, was ich suche, aber... Bis ich das mal finde, latsche ich natürlich gedanklich alle Freunde ab. Alles, was man an Freunden haben kann. Fantasiefreunde, imaginäre Freunde, Freunde. Freunde eines Freundes. Dart, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Danke. Ich hätte gerne den ersten Preis für dich gewonnen. Ich habe ja nicht mal einen zweiten Preis gewonnen. Ich habe ja gar nichts. Das ist schon in Ordnung, Dart. Du hast total gut ausgesehen. Außerdem dankt es mir schon, dass ich dich gesund wieder habe. Oh, und diese Person. Diese Person. Super, ganz nett. Du hast nur Augen für Dart gehabt, stimmt's? Ach ja. Mach dir keine Sorgen, das ist überall so. Frauen sind vor Liebe immer blind. Das ist es nicht. Du hast dich überhaupt nicht verändert, Haschell. Er ist nie ernsthaft, außer wenn er kämpft. Nun, das ist nicht... Es ist wahr. Aber das Ziel meiner Reise ist sehr ernst. Ich suche meine Tochter. Sie ist weggelaufen. Vor ungefähr 4 Jahren haben wir uns kennengelernt. Ich war gerade auf der Suche nach dem schwarzen Monster. Schwarzes Monster. Die Kleine da drüben ist auch deine Freundin. Nenn mich nicht Kleine. Ich heiße Rose. Wer ist nun Darts Freundin? Wovon redest du? Ich habe dir doch schon so oft von Shana erzählt. Hast du? Sie ist also immer noch wie eine kleine Schwester für dich. Hör auf damit. Hey Dart, hier ist der Plan. Warum gehst du nicht mit Shana ein bisschen um die Arena? Dann kann ich mit Rose ausgehen. Was? Warum muss ich mit dir ausgehen? Hey, tu nur so, echt. Dart, das ist eine gute Gelegenheit. Wollen wir das machen? Sollen wir gehen? Ich habe nicht dich gemeint, Meister Haschell. Oh ja, scheint, als könne sich Dart nicht entscheiden. Deswegen dachte ich, ich könne das für ihn übernehmen. 3 Tickets erhalten! Yay! Ein Teil im Spiel, den ich irgendwie absolut nicht leiden kann. Wir hatten noch keine Zeit, um zu entspannen. Sollen wir? Ist halt nicht so mein Ding, aber ich zeig's jetzt trotzdem, weil ich, naja, kann. Werf Bell und besiegt die Monster. Nur ein Ticket macht dich zu einem richtigen Krieger. Preise gibt's keine. Dennoch, komm und versuch's auf jeden Fall. Ist natürlich auch super. Preise gibt's keine, aber verbrauch dein Geld hier. Also, für Tickets und so. Du hast es geschafft. Besiege die Monster. Du hast es geschafft. Besiege die Monster. Ja. Ich hab's geschafft, mir ein Spiel zu kaufen, oder wie? So, wir können also mit X... Yeah. Mit X werfen wir Bälle. Ach ja, wir sollen eigentlich Stein ausweichen, aber ja. Das ist im Prinzip das erste Minispiel, was es gibt. Monsterspielbude, 10 Punkte, komm wieder. Es gibt halt keine Preise. Deswegen ist das Minispiel eh sofort uninteressant in meinen Augen. Du hast dich richtig ins Zeug gelegt. Ich war so nah dran, den letzten Angriff abzuwehren. Niemand hätte das geschafft. Doch, ich schon. Eigentlich hätte ich dazu in der Lage sein sollen. Was möchtest du als nächstes tun? Was immer du willst, Dart. Ich bin schon glücklich, mit dir allein zu sein. Außerdem ist es schon eine Weile her, dass ich an so einem Ort war. Sehen wir uns nach einem anderen Platz um. Irgendwo, wo man Preise gewinnen kann. Tritt näher. Willst du mal versuchen, den Mann zu finden? Ein Spiel pro Ticket. Ich versuch's. Ich versuch's. Hier ist einer. Ein Mann. Hab einen Mann gefunden. Yay. Du gewinnst, wenn du herausfindest, unter welchem Hut sich das seltene pinkfarbene Vögelchen versteckt. Okay.
Okay, und schon keine Ahnung mehr, wer wo es ist. Raten wir mal. Der Mann rechts. Bitte. Nein! Ganz ehrlich, ich gebe mir auch nicht allzu viel Mühe bei den Minispielen, muss ich dazu sagen. Vielleicht. Mir ist schwindelig. Das ist meine Art zu spielen. Es ist wie in einer Schlacht. Ja, blubber sie weiter zu mit Gedönse über Krieg und Mord und, ne, Gekämpfe. Dasselbe wie wenn ich mit meiner Freundin rede und die ganze Zeit sie voll blubber mit Videospielen. funktioniert genauso blöde. Möchtest du gerne Original oder Fälschung spielen? Du kannst ein Spiel pro Ticket spielen. Ich versuch's. Lass uns anfangen. Original oder Fälschung finde ich dann zumindest noch sehr unterhaltsam. Beobachte den Raum genau. Dann fangen wir mal an. Lustige ist, prinzipiell kann ich mit meiner Software auch ein Bild einfach davon machen und bin fertig damit, aber das wäre ja Cheaterei. Gucken wir mal. Mhm. Drei Sachen sind verändert worden. Findest du sie? Überleg dir genau, was es ist. Geh mit der Richtungstaste vorwärts und benutze X, um auszuwählen. Okay, das nicht. Das, also, das auf jeden Fall. Aha. Naja, das Bild dann. Das gewonnen. Hier sind Tickets als Preise. Ah, nein, nicht mehr Minispiel. Ich will keine Tickets mehr haben. Das war hart. Ich mag diese Art nicht. Ja toll, er mag's nicht. Ich finde das Minispiel klasse. Typisch irgendwie. Ja. Gibt noch ein oder zwei, glaube ich. Irgendwie sowas um den Dreh. Hier ist noch eins. Ein Ticket pro Spiel. Willst du nicht spielen? Es ist ein Versuch wert. Ich hab's nie hingekriegt. Es ist ein Versuch wert. Ich habe das Minispiel hier nie hingekriegt, egal wie oft ich es ernsthaft versucht habe. Erreiche das Ziel, bevor der obere linke Zähler 400 erreicht. Wenn du das Ziel schnell erreichst, erwartet dich etwas Gutes. Drücke die Richtungstaste, um dich zu bewegen. Um Hindernissen auszuweichen, drücke die X-Taste. So, fertig. Los. Und da war ich wieder zu schnell nach oben gegangen. Also, ich weiß auch nicht. Ich hasse allein diesen Pinöpel da, wie auch immer. Lauf schneller. Ich habe das noch nie hingekriegt. Nie. Hast du dich verletzt? Mir geht's gut, ich habe ja meine Rüstung. Allein deswegen versuche ich es jetzt nochmal. Ich muss relativ zügig nach links, muss dann mich darunter ducken, weil er kann sich nur ducken mit X, er springt nicht. Also würde mich zum Beispiel der untere Schubser da sowieso direkt treffen. Und ja, keine Ahnung, ich finde das Minispiel irgendwie dadurch sehr, sehr schwierig. Schon wieder zu früh. Ernsthaft? Ernsthaft? Das ist das, was ich meine. Ich glaube, sonst gibt es aber kein Minispiel mehr, also ist das eh egal. Ich habe extra gewartet. Das Ding war schon weit rechts von mir. Und ich dachte mir, ja, dann kann ich ja jetzt mal langsam aufstehen. Scheinbar nicht. Also an diesem Hindernis bin ich noch nie einmal vorbeigekommen. Wenn ich das jetzt in diesem Video schaffen würde, wäre das natürlich unglaublich cool, weil das wäre dann... Ja. Hitbox, ne? Wäre schön, aber wenn nicht, dann nicht. Ist eigentlich mir dann auch egal. Ich finde es halt irgendwie sehr unpraktisch gestaltet. Kann ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten, ja, das waren, glaube ich, sogar alle. Tickets gegen Gegenstände tauschen. Wie ihr seht, Heilungsregen etc. Für die Tickets selber bekommt man nichts Vernünftiges. Also, ne. Sollen wir gehen? Oh, bitte. Ich habe genug. Ich werde mich
schlau machen, so nebenher, ob's da irgendetwas Sinnvolles zu gewinnen gibt. Soweit ich weiß, aber halt nicht. Ich hab genug. Habt ihr euch amüsiert? Ja. Ja, danke, Lavitz. Wir müssen zurück nach Bale, sonst werden wir noch zu spät kommen, um König Albert Bericht zu erstatten. Ah, ich hab's gut vorgelesen, ne? Da hier lang. Aber ich mag's nicht. Ich mag's überhaupt nicht. Ich finde das Mini, also die Sachen da irgendwie sehr. Ja. Blöde. Hast du etwas unternommen? Nein, nichts. Ja, also ich habe Dinge gespielt, aber ansonsten, nein. Nichts. Du hast doch nicht mal ihre Hand gehalten. Nein. Nein. Shana ist kein Baby mehr. Ich brauche nicht Händchen halten, mit dir rumzulaufen. Ja, genau. Da verstehst du, wovon ich rede. Ich glaube schon. Natürlich. Aber Shana ist wie meine kleine Schwester, das kann ich nicht ändern. Ich glaube nicht, dass Shana auch so denkt. Wenn der Krieg zu Ende ist, dann muss ich wieder auf meine Reise gehen und das schwarze Monster suchen. Ich will nicht, dass sie darin verwickelt wird. Dad, Rache führt zu nichts. Das habe ich durch Grahams Tod gelernt. Du weißt, der Kerl, der meinen Vater verraten hat und zu Sandora übergelaufen ist. Der Kerl, den ich gehasst habe. Die Person, nach der du suchst, sollte nicht aus der Vergangenheit sein. Meinst du nicht? Du solltest der Gegenwart mehr Aufmerksamkeit widmen. Ich nehme gerne ein paar Bier für diesen Ratschlag an. Wenn der Krieg zu Ende ist, gehen wir in Bale eintrinken. Yay. Hey, warte. Lavitz. Dammit, Lavitz. Okay, dann gehen wir jetzt mal. Woohoo! Problem ist, ich sollte sie trainieren. Aber keine Lust. Keine Lust! Okay, ich habe nebenher jetzt eben recherchiert, man kriegt 3 Tickets für den Hindernisklauf. Wow! Ah. 3 Tickets. Aha, ist klar. Oh Gott. Ist das ein riesen Balken in deinem Arm? Was ist das? Ugh. Holy shit. Du bist ein Ritter aus Basil, was ist geschehen? Sir Lavitz, ich freue mich. Wenigstens werde ich nicht vergebens sterben. Was ist hier los? Sandoras haben uns mit einem Angriff überrascht. Seine Hoheit Albert ist in Gefangenschaft. Was? Der König Helena. König Albert, ich komme. Beruhig dich, Lavitz. Reiß dich zusammen. Lass mich gehen. Ich muss gehen. König Albert. Au. Tut mir leid. Aber ich kann euch nicht ziehen lassen. Ich bin... König Albert. Du Idiot. Wenn Ritter die Selbstbeherrschung verlieren, wie sollen sie dann ihren Herrn schützen?
Nur du kannst König Albert jetzt retten. Als du schliefst, habe ich mal die allgemeine Lage erforscht. Bale ist belagert. Ich glaube also nicht, dass die restlichen Ritter etwas tun können. Was ist mit König Albert? Er hat sich selbst als Gefangener angeboten, sodass die Leute in Basil gerettet werden können. Weil ich einen Drachen besiegt habe. Warum ist alles so durcheinander? Die Sache duldet keinen Aufschub. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nach Helena vordringen. Holen wir den König zurück? Wir haben noch Zeit. Wenn du gehen willst, dann entscheide dich schnell. Ja, das stimmt. Wir sind immer noch hier. Gott, ich liebe dieses Theme. Es ist Darts Theme, aber es ist klasse. Ich find's... Ah! Wie ist es mit dir, Meister Ashell? Ich bin schon so weit vorangegangen. Entschuldigung. Ich kann doch noch weitergehen. Was ist mit deiner Tochter? Macht euch keine Sorgen um mich. Ich suche bereits seit 20 Jahren nach ihr. Wenn ich ein wenig mit euch komme, wird das auch nichts mehr ausmachen. Meister Ashell, ich kann dir gar nicht genug danken. Mach dir darüber keine Sorgen. Aber könntest du mich vielleicht nur Ashell nennen? Ich fühle mich komisch, wenn du Meister Ashell sagst. Das geht auch für dich, Shana. Okay, Ashell. Es ist wirklich nett, von einem jungen Mädchen mit dem Vornamen angeredet zu werden. Da sollte man doch meinen, dass ein alter Knacker dann eher sagt, ah ja, nenn mich Meister. Oder Opi. Keine Ahnung. Gut, wenn alle fertig sind, lasst uns nach Helena gehen. Kommt davon, wenn man blöde Minispiele spielen muss. Also ernsthaft. Ich muss noch viele Dinge erledigen. Nein, er ist kein Spion. Soweit ich weiß. Ich weiß nicht, warum er so... Oh, ja, ich muss noch viele Dinge erledigen. So redet, ich weiß auch nicht. Das klingt halt so, als würde man ihn extra verdächtig machen. Und das finde ich ein bisschen merkwürdig. Ja. Ich mache jetzt noch ein bisschen hier, ein bisschen da. Yo, Mann, ich führe das Geschäft, während er dort unten ist. Yo. Ja. Dabas Antiquitäten. Nichts, wo ich auch nur irgendetwas kaufen könnte. Weiß auch nicht. Ich werde jetzt mal Ashell demonstrieren, denn in meiner Kampfparty werde ich ihn erstmal nicht haben. Das liegt vor allen Dingen auch daran, das Spiel einfacher ist, wenn ich... Na, Doppelschlag, ne? Wir hatten Doppelhieb, jetzt haben wir Doppelschlag. Das Spiel ist einfacher, wenn ihr eine Party mit Dragoons habt. Er ist kein Dragoon, Punkt. Kann sein, dass einer wird. Aber momentan ist er keiner. Ist also ziemlich uninteressant in dem Aspekt. Ich kann mich halt mit ihm nicht verwandeln. Dafür hat er wenigstens Zusätze, die verflucht geglitscht sind. Aber das werden wir dann später sehen. Netterweise, hier machen wir wieder so eine Volldrehung. Jetzt kommen wir zurück nach Helena. Vom Wald aus. Ich demonstriere jetzt eben noch Ashell und das war's dann eigentlich für diesen Part schon wieder. Wie ich diese Minispiele hasse. Oh, hier haben wir den dritten besonderen Gegner, der sogar angreift. Das ist schön. Also besser, als wenn er sofort abhaut. Er ist halt sehr, sehr schnell. Und dementsprechend muss ich hier erstmal einstecken. Ah, na toll. Natürlich traurig, wenn Ashell erstmal daneben haut. Naja. Das erste, was wir von Ashell sehen, ist, wie er daneben haut. Ist schon irgendwie traurig. Das Ding wird eh abhauen. Ich habe meistens kein Vertrauen drauf, dass ich auch nur irgendeins dieser etwas besondereren Gegner besiegen kann, bin ich ganz ehrlich. Weil die einfach eine Menge machen können oder dann einfach abhauen können. Das ist... Wow. Ist das finde ich nett, greift viermal an und beim vierten Mal haut's ab. Also, ist, ne? Ich find's klasse. Also, oh! Jetzt habe ich ihn umgebracht, ich bin weg. Tschüss!
Ja. Das war das dritte der besonderen Viecher. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann vernünftig vielleicht mal kämpfen gehen können. Wie gesagt, den Helena werde ich weiterhin auf Rose setzen. Aber wir werden irgendwann mal mit Hachelle kämpfen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute.